Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das lang ersehnte und meist angefragteste Video auf meinem Kanal. Seit 8 Jahren habe ich es euch versprochen. Heute geht's los. Wir gehen zusammen in mein Crafting Room. Das ist sie nun, die bekannte Tür zu meinem Craft Room. Ihr habt euch so lange drauf gefreut. Ich habe mich auch sehr lange drauf gefreut. Lange Zeit stand mir mein Perfektionismus im Weg, nämlich, dass das Zimmer perfekt aufgeräumt sein muss. Es wird niemals perfekt aufgeräumt sein. Ich werde niemals perfekt damit zufrieden sein. Deswegen nehme ich euch jetzt dahin mit, so wie es jetzt aussieht, bevor ich nämlich wieder daran gehe, um es zu verändern. Ja, und jetzt öffne ich die Tür und wir gehen mal zusammen rein. Kommt mit! Das ist mein Raum. Wir gehen mal zusammen rein. Ihr wart schon ein paar Mal mit mir hier drin basteln und ihr habt auch immer mal wieder in den Hintergründen gesehen, wenn ich vlogge. Aber jetzt zeige ich ihn euch wirklich in real und was alles darin drin ist. Macht euch einen Kaffee, einen Tee, irgendwas. Es wird ein sehr langes Video werden. Ich bin sehr aufgeregt, mit euch zusammen ist dann eure Reaktion drauf zu sehen. So, wir beginnen mal mit dem Blick in den Raum rein. Hier hängt noch ein Bild von einer japanischen Zeichnerin. Bin aber nicht mehr ganz zufrieden damit, das kommt demnächst ab. Und da oben seht ihr meine selbstgebastelte Girlande. Ja, und hier geht's gleich los auf der linken Seite. Ich mache jetzt gleich einmal einen Schwenk und dann werden wir uns von links nach rechts arbeiten. Da ist eine Kiki. Genau, hier steht gleich so ein Alex-Schrank. Hier kommt jemand hier rein. Das ist meine Schreibtischwand. Und der Schreibtisch, Schrägfenster, jetzt halt es hier tatsächlich auch so ein bisschen. Ja, da ist noch ein Schrank, das Bett, kleine Kiki hat sich zu uns gesellt. Und dann habe ich hier auf der rechten Seite meine Billy-Schrankwand. Ja, Zimmer hat sich über die letzten Jahre sehr verändert immer mal, wer meine Videos aufrichtig geschaut hat. Die letzten Jahre weiß, dass hier früher mal eine Kommode stand, wo ich gefilmt habe. Hier war mal mein Schreibtisch auch. Da war mein Regal an der Wand. Also es hat sich immer mal über die Laufe der Jahre verändert. Ihr habt es immer so am Rande mitgekriegt. Ich mache jetzt mal hier die Tür auch ein bisschen zu, damit ihr nicht das Chaos im Wohnzimmer seht. Ja, und wir beginnen einfach mal mit dieser Seite hier. Mit dem Alex-Schrank. Ich möchte gleich von vornherein etwas sagen. Und zwar werde ich euch nicht explizit in jeden Schrank durchsuchen und euch alles auspacken und zeigen. Wenn ihr irgendetwas von mir sehen möchtet, wie eine spezielle Sammlung oder eine spezielle Kiste, wo Sachen drin sind, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare und dann nehme ich das als Extra-Projekte in die nächsten Wochen mit auf, dass ich euch dann immer mal was zeige, wie zum Beispiel meine Stempelsammlung oder meine, keine Ahnung, was auch immer sich in diesen Kisten noch befindet. Ich habe keine Ahnung im Moment. Ich werde sowieso die nächsten Wochen durchsortieren und mich von der ganzen Menge Bastelzeugs trennen. Das kann ich euch gleich am Anfang sagen, weil es einfach über die Jahre zu viel geworden ist. Und ich auch nicht mehr alles benutze und bastel und aus dem Grund. Ja, hier sieht man nochmal eine Tür. Da hängen im Moment meine 4 Loungeflies. Den letzten Rucksack vom Shop Disney und auch den kleinen Loungefly und noch meine Rilakkuma-Tasche. Die habe ich mal auf einer Leipziger Buchmesse mitgenommen. Nie in Benutzung gehabt, aber eigentlich ist sie eine super Tasche für, um da so Klamotten reinzutun und so. Aber wir werden sehen. Ja. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und ich zeige euch einfach mal mein Bastelzimmer. So, ich hoffe, mein Akku hält auch lang genug, denn der ist leider schon so ein bisschen schwach auf der Brust. Aber ich gebe mir Mühe. Das Wetter ist heute fantastisch und das wollte ich unbedingt ausnutzen, denn mit dem meisten Licht hier drin kann ihr am meisten sehen. Ja, mein Zimmer hat sich über die Jahre wirklich echt viel, viel verändert. Wer sich noch daran erinnert, der mal in meine alten Videos immer mal reingeschaut hat oder auch meine alten Videos gesehen hat, stand hier früher mal eine Kommode und mein kleiner Sekretär. Hier war auch mal mein Schreibtisch und ein Regal an der Wand. Also es hat sich über die Jahre wirklich immer mal verändert. Theoretisch gibt es immer mal wieder so
Update-Room-Tour. Ich werde gucken, dass ich in Zukunft das vielleicht auch echt mal mache, weil ich möchte nämlich, nachdem dieses Video jetzt hier gedreht ist, das ganze Zimmer noch einmal durchgehen, mich von vielen Bastelsachen trennen, die einfach zu viel geworden sind in den letzten Jahren, mit denen ich auch gar nicht mehr arbeite, die sich hier einfach nur ansammeln und aufstauen und vielleicht sich jemand anders noch drüber freuen kann. Deswegen denke ich, wird es sicherlich noch mal irgendwo, wie genau, weiß ich es noch nicht. Ich werde es jetzt aber wissen lassen, nochmal einen kleinen Sale geben, wo ich Bastelsachen bestimmt irgendwie nochmal günstig abgebe. Ansonsten nochmal kleiner Hinweis, vergleicht euch nicht mit mir oder mit anderen Bastlern, die viel in ihrem Zimmer haben. Viel heißt nicht viel. Und es hat sich über die letzten 20 Jahre bei mir echt angesammelt. Denn ich habe einfach im Kindesalter, im Teeniealter angefangen mit Basteln und da haben sich viele Dinge angesammelt und ja, das heißt, ich habe mir das zusammengespart, ich habe mir Dinge zusammengekauft. Es ist nach und nach entstanden. Ich habe nicht mir etwas sofort gekauft in einer riesen Kollektion. Auch das war mir nicht möglich als Teenager, als junges Mädchen. Und deswegen vergleicht euch nicht damit, wenn ihr das jetzt seht. Das hat sich wirklich angesammelt und Basteln ist ein Hobby, das sich über Jahrzehnte weiterentwickelt. Deswegen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei und wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir starten hier auf der linken Seite mit meinem Alex-Schrank. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt hier die Taschen ein bisschen beiseite nehme. Mal kurz, damit wir an meinen Schrank kommen. Und zwar habe ich einmal so einen Alex-Schrank, der hat eigentlich Rollen. Ich fand das aber doof. Ich habe die Rollen weggelassen damals. Und wir gehen jetzt mal am besten von unten nach oben durch. Ich kann euch auch nicht mehr hundertprozentig sagen, was sich in jeder Schublade befindet. Aber wir gucken jetzt einfach mal zusammen rein. Genau, also in der untersten Schublade ist auf jeden Fall Staub und Katzenhaare, wie ich sehe. Entschuldigt bitte. Ich habe hier gestaubsaugt, aber wenn hier trotzdem noch irgendwas rumfliegt, wie gesagt, ich gehe demnächst nochmal durch den kompletten Raum. Hier ist mein altes Perlenbrett. Die Tasche, die ich mal von der lieben Elfi, von einer Freundin von ihr genäht bekommen habe, für mein Schneidebrett. Aber es eignet sich auch für alles andere Bastelzeugs-mäßige. Dann habe ich hier meine Punchbretter, Punchboard, Envelope, Punchboard. Ja, das ist mein Nähmaschinenfuß. Der ist in dieser Kiste. Dann habe ich hier eine ganze Schublade voll mit Zeichenmaterial und Klebematerial. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt die Dinge nicht alle komplett durch. Hier sind so Holzstempel noch drin. Wenn ihr was Genaueres sehen wollt, schreibt es gleich unten in die Kommentare oder macht euch eine Liste und schreibt es am Ende rein. Dann habe ich von meinem Papa mal gewisse Sachen geerbt bekommen. Mein Papa hat eine Zeit lang Bauzeichnungen gemacht und das ist hier ein, wie nennt sich das? Ein Besen für Kreidestaub und sowas. Das ist ein Rotring, Zirkel, Rotring, Tintenstifter. Das sind sozusagen ganz, ganz, ganz dünne Feinliner, wie man heutzutage normale Feinliner benutzt. Das war halt dann, dass man die wie Füller benutzte mit Tinte. Immer noch gutes Material. Hier habe ich noch von der Bauzeichnung verschiedene Lineale, auch nochmal ein alter Zirkel. Hier ist noch eine Box, da waren mal Sailor Moon Karten drin. Ich dachte mir, die ihr im Ordner gesehen habt, ich dachte, ich bewahre die auf, braucht die vielleicht irgendwann mal, aber ihr seht, die Box ist seit 20 Jahren leer. Ich glaube, die kann demnächst mal weg. Dann noch ein bisschen weitere Lineale. Genau, hier ist Kleber, was man alles braucht als Bastler. Ne? Verschiedene Klebestiftsachen, Heißklebepistolensachen. Dann ist hier noch ein alter Modpodge. Ich weiß gar nicht, also flüssig ist er noch, aber immer funktioniert. Ein paar leere Gläser, die ich auch bewahrt habe für Finde Liquid. Genau, hier ist noch eine Schachtel, Semmeln-Abschachtel, die ich nie bebastelt habe. Joa, das ist ein Typometer. Sieht man fast gar nicht. Typometer-Lineal. Da kann man die Schriften ausmessen für. Also, sowas lernt man im Grafikdesign, im alten Grafikdesign. Damit misst man Kalligrafie oder verschiedene Schriften aus, wie groß die sind. Hat mit Berechnungen zu tun, aber habe ich nie wirklich benutzt. Ja, hier so ein. Das ist ein Buchstabenlineal. Ja, Kreislineale. Theoretisch etwas, was ich fürs Bullet Journal echt gut benutzen könnte, aber gar nicht tue. Hier ist noch ein Rolimax, wie gesagt, das ist von meinem Papa. Es ist ein uraltes Zeichengerät.
Zeige ich euch jetzt aber nicht näher. Da sind noch mehr Lineale drin, Dreiecke, Geodreiecke und so. Genau, das sind alles Sachen, die habe ich von meinem Papa vererbt bekommen. Also mein Papa lebt noch, aber er brauchte sie nicht mehr, hat er sie mir gegeben. Ich habe sie aber auch noch nie benutzt. Oh, aber man weiß ja nie, wann man sie benutzen kann. Dritte Schublade. Ich muss auch gucken, dass das Video jetzt nicht so mit so... Da sind noch so Bastelpapiere drin. Hier sind noch so Origami-Papiere drin. Original japanische Origamis. Hier sind auch von Chibo mal... Karten und Umschläge. Hier sind die bunten Buchstaben für diese Leuchttafeln. Hier sind noch so Haken. Kleine Eierpappen, die ich mal geschenkt gekriegt habe, die ich nie verwendet habe. Man sollte da eigentlich was draus basteln, aber ich bin ja nicht so der Osterweihnachten-Typ. Hier habe ich noch meine Tasche, die ich mal mit euch zusammen bemalt habe in einem Vlog. Ja, hier sind noch so ein paar Papiere. Notizbücher, ja, Sachen, die ich mal angefangen habe und nie weitergemacht habe. Mein Sprocket ist da drin, also das ist mein kleiner Mini-Drucker. Das ist ein Sprocket. Hier sind noch so Steine, Nieten, ja, eigentlich so Scrapbooking-Zeugs, was ich aber auch nie verwendet habe. Ah ja, ah ja, zu viel Krams. Noch ein Puncher mit verschiedenen Labels. Hier ist noch eine Glossy-Box, da ist noch ein Doily, oder wie das heißt. Hier sind noch so ein paar Papiere drin, die ich mal im Panduro geshoppt habe. Da habe ich, glaube ich, in uralten Hauls, könnt ihr das noch sehen, von vor ein paar Jahren. Ja, verlinke ich euch gerne. Ihr könnt gerne mal in die Haul-Playlist reingucken, so Bastelsachen. Ja, muss ich auch mal gucken, was ich damit mache. Wie gesagt, vieles, vieles habe ich angesammelt und benutze ich gar nicht mehr. Ja, Adventskalenderzahlen hier. Nie benutzt, ich doch nichts gemacht habe. Muss mal gucken, ob ich zubekomme. Ja. Vierte Schublade. Hier ist noch die kleine Lichtboxwolke. Ja. Hier ist noch ein Hörspiel drin von Star Wars. Noch keinen Platz gefunden. Das von der Junge Twin Box hier. Das wollte ich ja nochmal mit euch basteln. Eventuelle Papiersachen. Hier sind noch Sachen, die ich auf der Con gekauft habe zum Lettern. Hier ist noch dieses Patternbuch. Muss ich mich auch mal mit beschäftigen über den Winter. Hier sind noch Letterblöcke. Die habe ich auf der Konichi gekauft. Hier ist noch ein Con-Buch von der lieben Riedel. Das muss ich ihr noch wiedergeben. Habe ich ihr letztens gerade gesagt auf der Con. Kleines Moleskine-Notizbuch. Ja. Hier sind noch auch Notizbuch. Auch mal in so einer Wundertüte von der Konichi. Hier ist noch Manga Comic Con Buch. Das ist sozusagen Erinnerung an den Stand. Hier sind noch ganz viele ja, Sachen, die es mal auf der LBM gab. Meine eigenen Karten, die ich gebastelt habe. Habe ich natürlich auch bewahrt, was ich alles gedruckt habe in der Uni. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich damit noch machen soll. Wird wahrscheinlich eh keinen mehr interessieren. Ja, dann habe ich hier noch in der Schublade so Zeichensachen. Hier ist noch so ein Pokéball ausgedruckt. Habe ich mal ausgedruckt, wollte ich mal was mit basteln. Hier sind noch ein paar Blankopapiere. Die kann ich noch als Kartenbasteln benutzen. Dann, das hier sind so Klebepunkte, die wollte ich mal für Wachssiegel benutzen. Für die Hochzeitskarten habe ich dann nicht benutzt. Hier ist noch die Packung vom Apple Pencil. Hier habe ich noch eine Copic-Packung. Habe ich mir damals gekauft mit Feinlinern, nachfüllbaren Feinlinern und verschiedenem Zubehör. Ja, hier ist noch eine alte Box von mir mit Buntstiften. So eine Tickerbox. Dann ist hier noch, das ist so Scheren und Cuttermesser drin. Diese alte Katzenbox, das war mal eine Box mit, wie nennt sich das, Postkarten. Da sind noch so Yu-Gi-Oh! Cardsleeves. Also ich wollte ja doch mal eine Zeit lang dann wieder, die sind uralt von meinen Yu-Gi-Oh! Karten. Ich wollte eigentlich mal, ja, diese, wie nennen sich die, diese kleinen Bastelkarten. Ach Mensch, jetzt komme ich nicht drauf. Diese Trading Cards zum Tauschen. Dann die beiden Taschen hier, die ganzen Federtaschen von der Elisabeth. Hier ist ja leider der Reißverschluss kaputt gegangen, meiner Lieblingstasche. Ja, hier habe ich noch meine Chameleon Maker. Habe ich auch nie verwendet. Wollte ich immer mal ein Video machen von. Ja, wenn ihr irgendwas sehen wollt, was ich als Video machen soll, dann gerne auch in die Kommentare. Hier sind noch so Twin Maker zum Action. Ich habe mir Geschenke gekriegt, das sind so Metallic Stifte, habe ich mir auch bewahrt. Ich dachte, vielleicht brauche ich die mal. Hier ist noch mein uraltes Zeichenklemmbrett. Das ist so ein
Rotring-Zeichenklemmbrett. Da hat man früher die Blätter festgeklemmt, damit man drauf zeichnen konnte. Ja, benutzt man heute eigentlich fast nicht mehr. Ist aber noch so eine Teenager-Erinnerung. War super teuer damals. Ich glaube, es gibt die sogar noch zu kaufen. Aquarellstifte von Staedtler sind tatsächlich meine. Die habe ich nicht von denen bekommen. Also es ist alles hier nicht gesponsert. Es ist alles von mir mal zusammengekauft worden. Jaxel-Pastellkreiden, ein ganzes Set. Ich habe ja mal eine Zeit lang in einem Kreativmarkt gearbeitet und in einem kleinen Büro- und Kommunikations- und Kreativladen. Mein Lightpad ist hier noch drin. Das ist sozusagen die neuere Version zu dem anderen Klemmbrett. Ein Lichtpad, wie heißt es? LED-Pad, wie heißt sowas? Genau. Dass man abpausen kann, dass man was drauflegen kann. Ja, das ist so meine Zeichenschublade hier. Keine Ahnung, ob das hier alles wieder reinpasst. Ja, dann haben wir hier eine Schublade mit, ja, Bastelzeugs. Hier ist noch Frischhaltefolie für meine Fimo-Zeugs. Tigerbunt-Bleistifte, mit denen hatte ich mal die Zauberstäbe da, Buntstifte gemacht im Video. Hier sind noch, das sind so Pins, die fand ich total süß, die gab es immer bei Teddy. Jetzt haben wir ja die Pinnwand wieder draußen hängen, könnte ich die eigentlich mal verwenden. Hier sind noch so Lego-Reste von meinen Lego-Sachen, die ich mal aufgebaut habe, habe ich mal hier aufbewahrt. Ist ja immer was in Ersatz dabei und aus dem Grund, ja. Guck mal an hier. Dagoberts Zehner ist da als Ersatz bei. Ja, habe ich die aufbewahrt. Ne? Hier ist noch eine Anleitung für meine Nochzange. Ach, kauft euch nicht Sachen bei Tchibo, die waren wirklich nicht gut. Hier ist noch der Stern, habe ich mal mit den Bastelmädels angefangen. Wollte ich eigentlich mal für meine Nichte fürs Zimmer fertig machen. Habe ich aber nicht. Hier sind die ganzen Bottle Caps. Die wollte ich eigentlich auch mal bebasteln, mit Resin oder so arbeiten. Habe ich mal bei Panduro gekauft im Sale. Hier sind noch für Bottle Caps so ein Dings. Ja, eine Form für Cake Pops. Hier sind noch Reste vom Formboard zum Basteln. Genau, ein kleiner Hammer. Hier sind noch die Zangen. Da unten ist noch so ein Ikea-Ding. Das sieht man gar nicht. So ein, eigentlich wie so ein Weihnachtsbaum-Ding, wo man Kugeln anhängt. Wollte ich eigentlich mal für die Con haben, für. Ja, Sachen zum Aufhängen. Hätte ich ja mal dran denken können, dass hier drin ist. Habe ich aber nicht. Hier sind noch so Duftteile. Ich wollte mal irgendwie was mit Seife gießen. Hier sind noch ein paar Rosen, Moos. Hier ist noch eine Tasche zum Malen. Und noch mal eine Klebeschublade, eine weitere. Hier sind ganz viel, ja. Das sind noch so Perlenpen von Viva Decor. Die sind auch schon uralt. Muss ich mal gucken, ob die nicht schon eingetrocknet sind. Ja, dann auch Klebestifte. Auch die trocknen immer schnell mal ein. Dann hier Sekundenkleber. Das ist auch noch so von EFKO, so ein 3D-Lack. Den macht man auf Leinwände und dann hat man so einen Wassertropfeneffekt. Finde ich immer ganz cool. Ein Bastelkleber, den man immer braucht. Uhu-Kleber. Dann habe ich hier noch einen Extra-Kleber für Plastik und Miniaturen. Wollte ich für was Bestimmtes benutzen, hat aber nicht funktioniert, leider. Dann nochmal einen Uhu-Kreativkleber für Styropor und Bastelfolien. Habe ich auch fast nie benutzt. Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich den gekauft habe. Ich glaube, ich habe die beiden gekauft. Ich wollte eine Figur reparieren. Das hat beides aber nicht funktioniert. Tatsächlich kann ich euch super empfehlen, den Uhu-Kreativ für Stoff. Der ist der beste. Stoffkleber, der ist der beste. Ja, ansonsten sind hier noch so Garnspulen, Deko-Garnspulen, die ich mal im Panduro im Shop gekauft habe. Ja. Also wenn irgendjemand noch für irgendwas Verwendung findet, kann er mich gerne anschreiben. Schreibt mir eine E-Mail. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier wieder zu. So, dann habt ihr hier. Achso, der Stern muss mal wieder mit rein. Hier ist mein Korb im Moment mit meinem ganzen Kamera-Equipment, Ladekabel, hier ist mein Mikrofon und sämtliche Sachen und Tasche, mit der ich das mitnehme. Da unten ist noch meine Box, meine Soundbox und ja, what weiß ich. Ein Schätzchen, das ich mir im Leben mal gegönnt habe, ist, habe ich damals von meinem allerersten Gehalt in meinem Minijob gekauft, ist dieser Faber-Castell Mahagoni-Koffer. Der ist super, super schön. Ich liebe den Duft, wenn ich ihn aufmache und ihr habt da die
damals größte, ich glaube, inzwischen gibt es viel mehr, größte Palette an Farbstiften. Das sind die Polychromos. Mit denen zeichne ich immer noch super gerne. Hier habe ich noch so ein Papier zum Vormalen und hier sind noch ein paar die Silber, Gold und Bronze und ein paar Blautöne, die noch keine Verwendung da drin gefunden haben. Oder eventuell euch doppelt habe. Kann sein. Ja, oh, ich liebe den Duft, wenn ich diesen Koffer öffne. Von Stiften und leichten Ölgeruch und halt Mahagoniholz. Ja, ich liebe sie. Ist mein absoluter Lieblingsstifte. So ein absoluter Hingucker. Ja. Wie gesagt, mit dem ersten Gehalt damals gekauft. Ja. Dann haben wir hier mein kleines Benno-Regal. Da habe ich hier so ein paar Gedöns-Sachen. Alles, was ich mal hier im Primark gekauft habe. Hier die meine Blinky-Ohren, weil die finden im Moment keine Verwendung in der Wand, weil die zu schwer sind. Die fallen runter und ich möchte nicht, dass sie kaputt gehen. Also sind sie im Moment noch hier. Hier ist noch so ein paar Notizbücher. Mein Hochzeitsnotizbuch. Mein Hochzeitsjournal. Ja, kommen wir auch vielleicht irgendwann nochmal zu. Hier ist noch von der lieben Pami mal Geschenk gekriegt habe. So ein kleines Büchlein, wo man eigentlich so Sachen reinpacken kann mit Fotos und so. Hat sie sehr, sehr schön gebastelt. Hat mich sehr gefreut. Ja, kann man hier aufmachen. Ja, super, super schön. Echt toll. Steht hier noch so an der Seite, dass man das sehen kann. Hier ist noch so ein Anker von den Bastelmädels. Warte. Eine Hand ist ein bisschen schwierig. So ein Anker. Wollten wir mal basteln, irgendwo anhängen. Keine Ahnung, vielleicht findet er nochmal seinen Platz hier irgendwo. Dann hier mein Schild. Oder davon gibt es noch zwei andere, die ich mir in Oslo gekauft habe, in einem Deko-Geschäft. Da stand eine ganz, ganz lange Zeit in meinem Büro im Kino. Ja, hier sind meine ganzen Stampin' Up. Stempel, noch ein bisschen Lawnfawn, Stempelkissen. Das sind so meine aktuellen alten Farben. Das sind meine aktuellen neuen Farben. Hier noch zwei weitere, die noch nicht geklebt sind. Die man umtauscht, die kriegt meine Tante, weil ihre ausgelaufen waren. Ja, das sind die neuen. Dann habe ich hier meine Box, die habe ich von der lieben Angie mal geschenkt gekriegt. Mich sehr, sehr drüber gefreut. Die liebe ich. Das ist meine Fimo-Box. Da ist mein Messer drin, mein Kleber, meine zum hier feilen, mein Lack und kleine Gedönssachen, meine Ausstecher, meine wichtigsten, mein Bottle Cap, worauf ich arbeite, mein Messer und mein Handbohrer und kleine Ausstecherchen. Ja, da räume ich immer mal auf und kommt auch mal was raus, aber so das Wichtigste ist immer da drin. Hier oben ein Bild von mir, ein Bitchy. Das war eine Muschel. Hier ist noch von der lieben Elfi, da war mal ein Kokokäfer drauf, den habe ich abgemacht, weil mir die Schokolade hier sonst weg kaputt gegangen wäre. Ist so ein Color Coach, hat sie mir mal gebastelt oder uns gebastelt, hat sich echt viel Mühe gemacht, was sie uns alles gebastelt hat. Alle Stampin' Up Pappen, die es zu dem Zeitpunkt gab, hat sie halt zu so einem Coach zusammen gemacht. Ich glaube, da stehen sogar die Namen drauf. Das ist schon cool, ja. Kann man immer mal, dann noch die neuen Farben. Kann man immer mal sehen, wie die Farben als Papier aussehen. Das sind so einen kleinen süßen Päckchen gemacht, hat sie das. Dann habe ich hier noch eine Kerze, war auch mal von den Bastelmädels. Oder Seife? Oh, ist sogar Seife. Die könnte ich jetzt mal mit ins Bad nehmen. Genau, dann habe ich hier von der Silvia noch so einen Notizblock. Hat sie mal buchbindenmäßig gemacht. Könnte ich mir auch mal auf dem Schreibtisch stellen zum Benutzen. Hier habe ich nur so kleine Tellerchen. Die hatte ich mal von der Mulle geschenkt gekriegt. Zu irgendeinem Anlass. Die hat sie mal im Hello Kitty Outlet gefunden. Das sind so kleine Melanin-Tellerchen mit My Melody, Cinnamon Roll und die Twin Stars. Kennt man noch so von Sanrio. Kenne ich aus meiner Kindheit. Ja, dann ist hier mein kleiner Chip Chip, der hier steht. Mein Totoro Sum Sum.
Und noch hier so ein Katzenplüschi. Also ich habe hier einiges von den ganzen Cons noch stehen. Hier sind meine beiden Embossing-Schachteln. Hier sind so Embossing-Lappen. Die Schachtel habe ich mal bei der lieben Alex in einem Workshop gebastelt. Ihr seht, wie das Stamp-Up-Papier sich aufgelöst hat. Also es sah mal so aus wie hier innen drin. Ja, es war mal rosa. Inzwischen ist es einfach nur noch weißgrün. Hat sich total hier im Licht. Ja, aber das passiert halt. Das sehe ich auch an meinen Schachteln, die hier stehen. Wenn ich hier das öffne, das war auch mal viel gelber. Da sieht man schon so einen Streifen. Ja, Schachtel hier, das sind auch aus dem TK Maxx. Also die Schachteln alle aus dem TK Maxx. Meine ganzen Embossing Powders dran. Ich habe eine ganze Menge mir auf den Bastelmessen zusammengekauft. Hier oben ist noch mein Azumeneko Melaninbecher von der Con. Da sind meine ganzen MP3-Sticks drauf. Oder meine Dinger hier. Wie heißen die hier? Ja, war alles mal so Werbedinger. Habe ich aufbewahrt. Hier ist noch so eine kleine Musterschachtel. Da ist nichts drin. Das kleine leuchtende Einhorn von My Lovely Company. Diese, wo ich auch ein paar Sachen gekauft habe selber. Das war ein Geschenk von der lieben Christine. Hier oben habe ich zwei Eisbecher. Die habe ich mal, oder Cupcakes, die habe ich mal von Nanunana früher gekauft. Da sind ganz viel Pins und Büroklammern drin. Und in dem anderen auch so Büroklammer und Anspitzer und Klemmen und all so ein Gedöns. Noch die alte von meiner Katze, von meinen Eltern noch die alte Kapsel. Ja, hier ist noch ein Fisch drin. Den habe ich mal auf der Con gekauft. Das ist ein Koi-Karpfen aus Keramik, der ans Fenster gehört zum Klimpern. Hier ist noch eine Box mit einer Kerze. Und ich glaube, da ist auch noch eine Kerze drin. Das habe ich immer noch stehen, damit ich das jetzt demnächst verwende. Ja, hier oben findet ihr einmal so einen Stoffschmetterling, den die liebe Illy gemacht hat. Auch in diesem. Ja, in diesem, ist ganz schön eingestaubt. In diesem, na, ist eigentlich eine Brosche, hat sie draus gemacht. In diesem Paper, wie nennt sich das noch? Origami-Stil, aber aus Stoff gefaltet. Auf meinen kleinen Makaronklemmen. Hier, es gehört eigentlich noch das hier. Ein bisschen klein gerade. Hat meine Mama mir aus dem Depot mal mitgebracht. Das ist ein Bild aus Oslo von vor 3 Jahren. Dann meine Ariel hier, meine Alice, sind beide von AliExpress, falls jemand fragt. Und ich nochmal mit Punchy. Und hier ist nochmal ein Bild von Eva. Ja, da hängt nochmal, was wir mit den Mädels gebastelt haben. Und zwar ist das, ja, so eine, habe ich mal im Sommer gebastelt bei den Mädels, bei Elfie im Garten. So eine Art, wo die Urlaubspost reinkommt. Habe ich so ein paar Karten reingesteckt. Hängt im Moment da. Genau, hier sind noch ein paar Bilder. Okay, ich beeile mich jetzt noch mal ein bisschen und zeige euch das mal, was hier so ist, weil wir sind noch gar nicht, wir haben noch einiges vor uns. Ja, hier sind so ein bisschen meine Sammlungen an Sachen, die im Moment hier rumstehen. Ihr seht, hier sind meine Zumzums, hier das Geschenk von der lieben Pfirsichteufel. Kriegt deinen Vornamen nicht mehr drauf. Ja, hier sind nochmal meine Sachen, die ihr aus Boxen kanntet. Hier ist noch ein Stick, da ist noch was drauf, das muss ich deswegen nicht da. Ja, da habe ich mein Bild von der Haikala, hier meine Motivationskärtchen, die neue Tinkerbell, hier meine Schlüssel im Moment und das Bild von mir und Mulle, was sie mal gemalt hat. Hinten sind nochmal so meine Primark-Sachen und das haben wir auch gemacht zusammen mit den Bastelmädels, dieses Kreativbild. Ja, dann habe ich hier noch so ein paar von meinen Fimo. Highlights, meine ersten Cupcakes, die war mein Geschenk und dir auch. Mein Groot, gibt auch ein Video zu. Hier so, die beiden habe ich mal gekauft, die habe ich gemacht. Hier ist noch hinter die kleinen Kätzchen, habe ich mal gemacht. Den Niffler und auch BB-8 und R2D2 habe ich mal gemacht. Das ist bei meiner kleinen Box. Ja, hier ist noch mein Fähnchen. Ich habe mich dann für was anderes entschieden und habe das behalten. Ja, hier ist noch Sterilium, Triple Sick, das ist Gloss aus Amerika. Dann mein Fimo Liquid steht im Moment noch hier. Hier habe ich meine ganzen Messer und Tools fürs Fimo im Moment auch bewahrt. Hier meine Sailor Moon Tasse von der Leipziger Buchmesse, eine meiner Lieblingstassen auch. Habe ich im Moment hier die ganzen Boss-Stifte und die Ecoline.
Ja, dahinter noch, wie ihr sehen könnt. Oh, ich weiß nicht, alles Mögliche an Gedöns zum Stempeln, Mementos, die ich mal fürs Bullet Journal habe. Da sind auch Sticker. Und aus Japan der Sticker, der Stempel von Marina. Das ist ja die Box, die ich gerade für die Babyshower gemacht habe. Wir haben nicht den 21. Oktober. Wir haben heute aktuell, was haben wir heute? November. Lasst mich schauen, dass ich das schnell hinbekomme. Wir haben November. Heute den 9. So, wisst ihr auch, was ein aktuelles Datum wir haben? Ja, meine Tsumtsums. Hier sind so ein paar Stifte. Ich habe verschiedene Stifte in verschiedenste Tassen. Also, wenn ihr da Fragen zu habt, dacht was, hier sind so alles so ein Brushpens und so drin. Kleiner Rilakkuma, der hier immer bei gutem Licht sich bewegt. Tasse habe ich noch von der lieben Sun geschenkt gekriegt. Diese Tassenkanne sozusagen. Nochmal Bitchy. Ja, das ist ein Bild von meinem Papa, das er mir mal geschenkt hat, als ich klein war. Ja, hier sind so ein paar Erinnerungen, ein paar Bastelsachen. Ja, wie gesagt, wenn ihr da mehr von sehen wollt, sagt einfach Bescheid. Hier sind noch ein paar Disney-Sachen drin und ein paar Sachen, die ich von Cons habe. Besonderheiten. Ja, dann habe ich hier am Schreibtisch noch eine Tasse mit aus Oslo, mit meinen ganzen Bullet Journal Stiften. Hier ist noch das Lineal, das ich vergessen habe, im Disney Hall zu zeigen. Ja, meine ganzen Art-Kalligrafie, meine Art-Twins, diese Sick Brushpens. So, dann kommen wir mal zu dieser ganzen Moppe-Reihe. Ich habe, hier ist noch mein Laptop. Und ja, hier sind noch Brushpens drin, die anderen Brushpens von Tombow. Das Mickey Mouse Scrapbooking Buch, was ich euch gezeigt habe im Hall. So, und jetzt komme ich mal kurz zu den Mopeds. Sind nicht alle gefüllt, weil ich gerade erst zwei neue dazu gekauft habe. Die ist neu und die da hinten ist neu, die ist noch leer. Deswegen, ich will das demnächst hier umbauen und dann auch füllen. Hier sind so Fimo-Zeugs drin. Meine Miniatursachen, die ich mal gebastelt habe mit euch. Könnt ihr die Videos gerne nochmal in der Miniatur-Playlist schauen? Dann, ja, hier sind so Canes drin und Scheiben, hier sind noch ein Perlen drin, Fotografie-Sachen im Hintergrund. Hier sind Fläschchen, haufenweise Fläschchen, noch so ein Tontöpfchen und da gehört eigentlich eine Postkarte oder sowas rein oder ein Foto. Dann habe ich hier unten ganz viel Mikroperlen, unglaublich viel Mikroperlen, wenn ich weiß, was Mikroperlen sind. Etwas, womit man eigentlich mal embossed hat und gebastelt hat. Und später hat man sie fürs Fimo zur Dekoration benutzt. Hier sieht man das vielleicht nochmal. Waren wir alle damals auf der Jagd immer, in jedem Teddy, in jedem. Waren wir immer auf der Jagd danach. Habe ich en masse, muss ich auch mal aussortieren. Hier oben sind noch meine ganzen. Oh Mann, meine Stimme lässt nach. Hier oben sind noch meine ganzen Sachen auch fürs Fimo. Hier noch für meine verschiedenen Toolköpfe. Hier sind auch noch so Sachen aus dem Nail-Bereich. Sachen, die ich mal gebastelt habe, die ich mal aufbewahrt habe. Hier sind noch so ein paar Sachen, die man fürs Resin benutzt. Ja, auch noch hier so Glaze-Powder. Das Fimo hat ja auch mal eine Zeit lang diese Gold-Glaze gehabt. Also dieses Metallic-Puder zum Einfärben. Ihr könnt aber auch Lidschatten nehmen. Wenn ihr irgendwie, wie gesagt, Fragen zu was habt, ich soll ein bestimmtes Video zu irgendwas machen, dann immer gerne her damit. Notiert euch alle Ideen und schreibt sie mir nachher in die Kommentare. Ja, hier sind noch ein paar Stangen und ein paar Sachen, die ich mal gebastelt habe und in Flaschen aufbewahrt habe. Whatever. Meine ganzen, ich komme nicht auf die deutschen Worte, ey. Furchtbar. Meine Wachsstempel hier. Ich habe mir mal verschiedene gekauft. Sailor Moon, Alice im Wunderland, die Kätzchen. Ja, und hier sind noch ein paar andere Motive drin. Ich glaube, das ist auch noch Alice im Wunderland. Und hier ist noch Mickey Mouse natürlich. Ja, noch ein bisschen Wachs. Und die Schaufel dazu. Hier sind meine genähten Kissen, die ich mit euch gebastelt habe. Die sind erstmal im Moment hier drin, weil als die Schnubbis klein waren, Zimmer angefangen hat, die Dinger aus dem Ding zu pulen. Und ich wollte ja nicht, dass er die frisst. Hier sind noch ganz viel Nähzeugs drin, hier sind ganz viel Knöpfe drin, Knopfzubehör, Stecknadeln. Hier ist sie, wie gesagt, Moppe ist leer. Aber hier sind noch so ein paar Sticker, die ich mir gekauft habe für den Shop.
Now, thank you for your order. Da ist noch mein alter Stempel drin. Handmade with love. Sind sie alle bei Amazon, wenn ihr fragt. Hier ist noch meine Kerze in meinem Leo-Glas. Leonardo, falls jemand noch das was sagt. Das habe ich auch noch von der lieben Elfie bekommen. Das ist auch wieder so ein Color Sheet mit den aktuellen oder vor 2 Jahren aktuellen Farben von Stampin' Up. Hat sie sich die Mühe gemacht, fand ich super schön, die Idee. Deswegen steht es immer noch hier. Ich will den Rahmen eigentlich mal weiß anmalen und dann soll das eigentlich irgendwann mal hier an die Wand. Meine Kiste mit ganz vielen Stiften noch, mein alter Füller. Hier sind noch meine alten Werkzeuge drin, meine alten, hier ist noch ein Hasolitkleber, also ein Schmuckkleber. Dann ist hier noch meine alten Zangen, die sind schon uralt. Hier ist noch ein kleiner Mini-Schraubenschlüssel. Hier sind ganz viele Glitzersachen drin, alles Glitzer, Glitzer, Glitzer. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich die Moppets anmalen werde oder ob ich sie so lasse. Oder ob ich sie beschrifte. Ihr könnt mir ja mal Vorschläge senden, was ich damit machen soll. Hier ist sich das mal abgegangen von irgendeinem Bastelzeug. Das habe ich da rangeklebt. Der ist leer. Ja, wartet. Hier ist noch, ja, eigentlich so ein Blumentopf-Ding. Da sind noch Stifte drin, Sharpies und diese Posca, die ich mal testen wollte. Meine Perlenmatten. Hier sind meine ganzen Ausstecher drin. Sämtliche Ausstecher, die ich über Jahre zusammengesammelt habe, von Städtler, von Primo, also unglaublich viele. Jetzt ist das hier alles durcheinander gekommen. Ja, das waren mal so Blätter und Natursachen. Da unten sind noch welche, noch große Keksausstecher, die ich mal für Primo genutzt habe. Das habe ich jetzt gerade erst neu bekommen, das hatte ich mir bestellt. Das ist sozusagen eine Silikonform, Mickey Shape mit Schleife. Mal gucken, was ich draus mache. Ja, bei Ali bestellt gehabt. Hier sind auch noch, also wenn ihr was mehr sehen wollt, sagt Bescheid. Hier sind noch meine ganzen Lacke, Fimo Glanzlack, noch mal einer in petto. Oder nee, das ist die Anlegemilch. Ja, für Blattmetall, genau. Hier sind auch die beiden Catrice Mikroperlen. Genau, hier ist noch ganz viel Blattmetall, Haftgrund und einmal Lack. Wenn ihr dazu was sehen wollt, das ist, glaube ich, einfach Farbe, wenn die nicht schon eingetrocknet ist. Auch nochmal Seidenschmucklack. Das sind auch so flüssige Edelmetallfarben, die waren richtig cool damals von Viva Glicor. Ich glaube, die sind leider alle eingetrocknet. Ich muss sagen, die Viva Glicor Sachen waren wirklich immer mega schön. Also, das, wenn jemand das damit angemalt hat, das war so deckend. Ja, schade. Glasfarbe. Ich wollte mal was mit Glas ausprobieren. Glasfarbe und Fimo. Habe ich dann nicht gemacht. Also, wie gesagt, probieren, probieren, probieren. Hier sind noch ein paar Messer drin. Und eine meiner Tuben zum Quatschen. Hier sind meine ganzen Fimo Liquid Anrichtungen drin. Da sind meine ganzen Fimo Liquid Sachen. Vanille. Weiß. Ne, alles, was ich mal flüssig gemacht habe. Hier sind meine Pastellkreiden, die ich hauptsächlich benutze. Und hier ist auch noch Fimo Liquid. Pinnwand, die ich noch nicht benutzt habe. Ich glaube, hier ist die Moppe komplett leer. Da kommt auf jeden Fall noch was rein. Aber ja, die ist im Moment leer. Was haben wir hier hinten noch auf dem Schreibtisch? Wird ein sehr langes Video. Vielleicht mache ich das doch in 2 Teile. Ja, einmal hier noch Stifte, noch mehr Stifte und hier tatsächlich reiße ich jetzt auch nur kurz an. Hier sind noch Molds drin, hier sind Perlen drin in 4 mm, 6 mm, 8 mm und 10 mm Perlen, Glaswachsperlen. Und im obersten, kann ich euch jetzt leider gerade nicht sagen, sind auch noch Molds drin. Genau, Molds, die ich mal von anderen bekommen habe und Abdrücke. Ja, habt ihr alles damals in den Tauschpäckchen gesehen. Das ist hier drin. Dann habe ich hier noch meinen Aufsteller. Hier sind im Moment meine Bilder drin, die jetzt leider von der Wand fallen. Die Posterstrips hier sind total hart geworden über die Jahre. Und ja, hier nochmal meinen Shape, den ich für einen Türkranz benutzt habe. Noch meine Slicer-Fächer für den Sommer. Das ist auch ein uraltes DHL-Ding, muss einmal weg. Mein Kalender. Ja, und hier seht ihr an der Wand die, die noch hängen. Aber es löst sich jetzt leider alles. Aber es ist noch nicht so schlecht, weil ich will die Wand streichen. Und dann wird sowieso alles mal abgenommen. Ja, meine ganzen. Deswegen zeige ich sie euch jetzt. Also da ist noch mein Bild von Kikis kleiner Lieferservice. Habe ich damals ja auf der Dokomi gekauft. Mit den
von Atsume Neko. Das ist ja dieselbe Zeichnerin. Die habe ich damals auch bei jemandem gekauft. Die fand ich so schön. Die Katzenkarten, das habe ich selbst gemalt. Das ist von der lieben Ellie. Das sind Sticker eigentlich, die sind total verblasst sind, leider. Das ist auch eine Postkarte von der lieben Ellie, die ich auch sehr liebe. Von Miuna. Das zeige ich mal an. Das habe ich mal in das Lesezeichen in Oslo gekauft. Von der lieben Jenny. Aus dem Kino, aus der Zeitschrift. Denn die beiden, diese beiden, haben mich sowas von an meine beiden Kollegen erinnert. Das ist immer in meinem Herzen, in meinen Erinnerungen. Das sind Mark und Dimi. Ja, dann hier die Cat's Bread Sheet. Das von Städtler aus der Box. Das ist auch mal von Ellie und den Mädels gewesen. Das habe ich mir selber auf der Con gekauft. Fand ich super süß. Als Inspiration mit den Katzen. Und das war mal so eine Japano-Karte. Sehr, sehr schön. Aber es löst sich alles. Ja, hier ist noch mein Teelicht. Meine Katzentasse von der lieben Jenny, die ich mal benutzt habe. Hier sind so meine wichtigsten Papercraft-Sachen drin. Den Stein wollte ich noch bemalen. Da ist meine Vorzeichnung schon fast verblasst. Teller ist mal von der Konichi. Hier sind so ein paar Glamour-Stuff-Sachen drin. Meine Festplatte. Hier ist meine Dings... Lade- und Dingsstation für die Fälle. Ihr wisst schon, wenn ich hier drehe. Ja, hier sind noch so Reste drin. Das muss ich sortieren. Mein Omega Printer. Mein iPad steht jetzt hier gerade. Da sind noch Druckkals drin. Ja, ich habe hier gerade Dankeskarten gebastelt. Seht ihr mal aktuell jetzt hier. Kann ich euch kurz zeigen. Meine Dankeskarten habe ich gebastelt. Und ja, mag das mit dem Kaffee gerade wieder sehr. Passt ganz gut in die Herbstzeit. Der ist noch ein bisschen nackig, da muss ich mir noch was drüber legen. Ja, ein bisschen rumprobiert, deswegen liegt hier noch alles. Mein Kaffee steht hier. Ja, mein Buju, weil ich gerade hier auch mein Buju aktuell gemacht habe. Ja, dann habt ihr hier nochmal die Auswahlstempel, die ich benutzt habe. Hier ist mein Arm, wo die Kamera reinkommt, denn hier drehe ich meine Videos meist. Deswegen steht hier auch die Softbox. Allerdings bin ich mit dem ganzen Aufbau noch nicht zufrieden, so wie es ist. Da muss ich auf jeden Fall nochmal mehr ran und mir was Besseres überlegen. Genau, und ja, hier ist noch meine Hello Kitty Box. Eigentlich so eine Küchenbox. Da sind jetzt aber alle Sachen mal fürs, die ich immer brauche, fürs Papierbasteln drin. Hier sind noch Papierreste. Mein Schneidebrett von Paperfool. Wie gesagt, wenn ihr euch irgendwas Spezielles seht, ich kann auch gerne ein paar Dinge in der Infobox verlinken. Und ich werde definitiv wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen mit meinen Always Go-To-Bastelsachen. Ja. Mein Stuhl hier mit meinem anderen Elsa-Kissen und mein Zitronenkissen. Ja, mein Mülleimer. Daneben ist noch eine Papiermülltüte, weil man hat ja viel Papier. Ja, und am Tisch nur ein ganz kurzer Blick. Hier ist meine Papierbox, mein Stampin' Up Papieren. Tatsächlich ist die so schwer gewesen, dass sie jetzt da mal steht. Hier ist noch eine MDF-Platte, die ich mal früher zum... für die Uni brauchte. Tatsächlich jetzt aber als Fotohintergrund nutze. Und da sind noch, Versandsachen drin. Hier noch Kartons leere von den Figuren und noch mein Fotokram. Das ist auch alles leer. Das ist alles nur Verpackungsmaterial. Da ist noch das alte Spielboard für den Kitties, was meine Mama gebastelt hat. Also das ist tatsächlich hier nur Ablage. Also deswegen bin ich auch nicht zufrieden damit, wie es unterm Tisch aussieht mit diesem L, weil es einfach nur Stauraum ist für irgendwas. Das ist mein alter Stuhl, den ich mal in der Schulzeit gebastelt habe, im Werkunterricht. Da ist noch die Katzenbox, die ich eigentlich nur als Fußablage benutze. Ja, und mein Hocker, den ich hier benutze, um auf dem irgendwie erhöht zu steigen. So, jetzt gucken wir beide nochmal in diese Alex-Schränke. Und dann machen wir erstmal kurz einen Break. Und ihr seht schon, ich mache jetzt das schon etwas länger. Tatsächlich geht jetzt schon die Sonne unter, deswegen müssen wir uns mal ein bisschen beeilen, bevor es hier so dunkel wird. Das war ein Geschenk der lieben Claudia aus Mexiko. Das ist ein handgemachtes Glasspiel mit Herzchen, fand ich immer sehr schön. Die Sailor Moon, die hier oben hängt tatsächlich, ihr könnt sie sehen, ist ein altes Geschenk von dem Bruder meiner besten Freundin. Wer sich daran erinnert, an meinen Sailor Moon und Zeichenordner, meine Freundin Linda, Lilly, mit der ich jahrelang befreundet war, die ja leider jetzt ein Sternchen geworden ist vor ein paar Jahren. Ja, ihr Bruder hat das mal ausgeschnitten aus Papier und irgendwann hat er sie mir da mal geschenkt bei einem Besuch und er hat sie immer bei sich im Zimmer hängen gehabt und ich fand die so toll und seitdem habe ich sie und seitdem hängt sie hier und die ist jetzt, glaube ich, 15 Jahre alt.
Ich liebe sie immer noch. Sie ist meine Erinnerung an Lilly. Ja, das Einzige, was ich hier in dem Raum noch von ihr habe, obwohl, nee, da oben ist noch der Teddy von ihr. Und eine Katze müsste ich auch noch haben. Aber ob die noch hier oben steht, weiß ich nicht. Aber der Teddybär ist noch von ihr. Ja, jetzt kommen wir aber später zu. So, jetzt zum Alex-Schrank. Erste Schublade, also das hier, dieser ganze Alex-Schrank, ist jetzt mein Fimo-Alex. Ja. Hier sind meine Kacheln drin, mein Papier, meine Fimo-Reste. Hier ist noch so Kupferzeugs, was ich von einer Bekannten bekommen habe, denn ich will noch damit Beton gießen. Das hier sind alles meine Cernet-Sachen und ich habe festgestellt, das meiste davon ist leider schon echt hart geworden, obwohl ich es nie geöffnet habe. Aber ich sollte damit mal was machen, wo es mir jetzt echt verschütt geht. Also wenn ihr mal ein Cernet-Video wollt, können wir es gerne machen, obwohl leider sind die echt hart. Das hier war mal so Art Flower Clay, nennt sich das, so Blütenpaste, die super ultra weich und schön war. Die war mal weiß. Ihr seht, wie sich die verfärbt hat. Also benutzt euer Zeugs und lasst es einfach nicht liegen. Denn auch wenn es zu ist, kann es echt kaputt gehen. Leider. Ja, das war also lufttrocknende. Da unter ist noch die Vipem. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die ist uralt. Die habe ich mal zugeschickt bekommen von der Firma. Von der französischen Firma. Ich habe sie nie benutzt. Ich muss gestehen, ich habe sie nie benutzt. Ich wusste einfach nicht, was ich damit mache. Also, wie gesagt, hier sind auch einige Sachen drin. Können wir gerne mal so Ausprobiervideos machen. Wenn ihr Ideen habt, gerne. Also wenn ihr Bock auf Ausprobiervideos habt mit den alten Kram, den ich habe, bevor ich ihn wegschmeiße. Ja, das ist meine, jetzt kommen wirklich meine Fimo-Schätze. Und bitte, bitte, richtet mich nicht für das, was ich habe. Das ist mein Unterbrett, das wird mein Klebebrett. Das ist alles mein geschlossenes Fimo. Pluffy, hier hinten dann auch große Pluffy. Teile und Primo. Ihr wisst, ich habe damals mal eine Riesenpackung Primo Geschenk gekriegt. Ja, also, und hier sind auch sogar noch echt Fimo-Sachen drin. Das hier ist aus den 80ern. Ungelogen. Es ist auch steinhart. Damit kann man Leute noch erschlagen, glaube ich. Ja, hier auch diese kleinen Mini-Packungen. Die sind einfach uralt aus diesen Color-Packungen. Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, da werde ich demnächst ausmisten. Alles, was hart ist, kommt weg. Es sei denn, ihr wollt es haben. Hier ist noch Pardo-Masse. Auch das ist eine Art Clay. Das ist mal von Action gewesen, glaube ich. Habe ich geschenkt gekriegt in einem Tauschpaket. Das ist meine Fimo geöffnete Schublade. Hier sind alle meine geöffneten Sachen drin. Außer hier ist noch so eine geschlossene Color Box, die ich mal von Fimo habe. Oh, ich glaube, ich muss es echt verwenden, ne? Ihr seht, komme nicht mehr drauf klar. Also das ist alles mein eingepacktes Fimo. Auch wenn ihr dazu mal ein Video haben wollt, wie ich mein Fimo aufbewahre. So, diese ganze Schublade ist voll. Bis zum Untergrund. Ich kann euch das gar nicht alles zeigen. Ich habe versucht, sie zu beschriften, aber ja. Definitiv von den Sachen, alles was hart ist, kommt jetzt weg. Weil ich habe nicht die Muße, das noch lange weich zu kloppen mit Öl. Irgendwann ist da der Drops gelutscht. So, hier sind alles so Tools drin. Hier ist noch die eine Packung, die ich mal von der Macaron gewonnen habe. Können wir auch mal ausprobieren. Und ich wollte so viele Videos drehen, ne? Unglaublich. Ich alles habe, ey. Hier ist noch Werkzeug. Hier ist noch der Markins, den ich mir mal gekauft habe, teuer, weil es gab ja nichts. Und dann gab es irgendwann den von Fimo. Und der ist jetzt, eigentlich ist der hier für Cake. Vielleicht beweiche ich mir wirklich auf, dass ich den hier wirklich nur für das Kuchen machen und so benutze. Und den anderen. Ja, ich gehe jetzt hier nur kurz durch. Diese Schubladen können wir wirklich mal in Ruhe durchgehen. Hier ist noch so Radierknete oder so. Diese Knete, die man warm macht als Mold. Schmuckbeton können wir mal mit basteln. Hier sind noch so verschiedene Toolsachen. Hier ist noch ofenhärtende, lufttrocknende Masse. Oh, die ist noch gut. Können wir auch noch mal was draus machen. Dann habe ich hier noch die Wee Cream, ist auch von Wee Pam. Das ist so eine, ja,
Masse, die man spritzen kann. Damit habe ich damals mal hier die Macarons gespritzt. Ist, glaube ich, alles hart inzwischen. Mein Terrazzo-Becher, den ich mit Städtler gebastelt habe. Da ist noch ein Rest Babyöl drin. Hier sind noch Molds, glaube ich, drin. Oh ja, ganz viel Molds. Also wie gesagt, jede Sammlung gehe ich gerne mit euch extra durch. Hier ist ganz viel Holzkram drin, womit ich immer die ganzen Dinger gebastelt habe. Hier ist noch von Repam so ein Soßenzeug. Hier ist noch Farbe von dem Bild, was mir die Anne geschenkt hat. Und hier ist noch das Bild dazu auf Leinwand. Mein Mann hat auch sowas von mir bekommen. Ich glaube, das werden wir uns im Winter jetzt mal vornehmen. Hier ist noch mein Ofenthermometer. Also einiges ist hier in dieser Schublade. Zukriegen. Dann unterste Schublade. Hier sind auch noch so Tools-Sachen, Schleifsachen, Schwämme. Ja, hier sind noch so Eisbecher, eigentlich für Resin. Aber ich wollte auch mal was mit Fimo draus machen. Hier ist auch noch so Hello Kitty-Zeugs. Ja, entlang geht das Licht weg. Auch noch hier so Roller, die ich mal geschenkt gekriegt habe. Damals dann der Fimo-Trudel-Ding da. Hier ist noch so Eraser-Knete, also die Radiergummi-Knete. Keine Ahnung, ob die noch gut ist. Ich habe mir mal in so einem japanischen Laden gekauft und nie benutzt. Noch eine alte Mold-Masse aus Amerika von meiner Mama. Aktuelle mal von irgendjemandem zugeschickt bekommen. Und meine Fimo-Klemmmaschine. Ja. Ach, das ist mein ganzer Fimo-Alex. Ja, so, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. In diesem Alex, hier ist noch das Katzenkissen. In diesem Alex befinden sich alle meine Papiersachen. Also, und Stiftesachen. Hier ist tatsächlich, mal die Hand wechseln, so eine Tinte, weiße Tinte. Hier sind noch so die so Leuchtstifte, Marker, Tombow Radiergummi in Reserve, Korrekturstifte. Hier sind noch ein paar meiner Polychromos, die ich immer mal doppelt hatte. Ne, Hautfarbe braucht man öfter. Hier sind kleine, oh, sieht man das? Kleine Klammern. Hier sind auch noch meine Radiernachfüller und meine, wie nennt sich das? Stiftenachfüller hier für die TK-Stifte, also Bleistiftnachfüllzeug. Hier ist noch meine alte kleine Figur, womit man abzeichnen soll. Die Dinger gehören eigentlich die Billigschränke. Damit kann man die Löcher zustopfen von Ikea. Dann sieht man die Löcher nicht mehr. Ja, hier ist noch von Copic Marker meine drei Nachfüller. Die einzigen, die ich hatte. Keine Ahnung, ob da noch was drin ist. Noch flüssig? Die sind doch noch flüssig. Der blaue hat sich mal verabschiedet, wie man hier unschön erkennen kann. Ja, hier ist noch ein Puncher. Versamark Stempelkissen. Hier ist noch ein Kabel drin, wo die Katzen da mal reingebissen haben, leider in mein Kabel. Lass sowas nicht rumliegen. Hier sind noch meine Abdrücke, die ich mal brauche. Und hier sind noch so mein großes Stempelding hier. Sticker, noch so ein Ding fürs Bullet Journal. Hier ist noch ein Notizbuch. Ja, so ein Mini-Cutter. Genau, mein Aquarellkasten. Aquarellfarben. Hier ist alles so, da hinten ist noch so eine, diese Box hier, das ist, da ist Wachs drin und noch so ein Wachsding. Meine kleine Mini-Palette, die ich immer benutze, fürs Buju. Ja, hier sind noch Papiere drin, also so, was sind das? Kleine Stempel, Holzstempel und dann ist das hier noch so Karteikarten. Hier sind meine Cutter für die Maschine, hier auch noch Wäscheklammern. Komm nicht mehr auf die Worte, ey. Was ist heute los? Dann hier sowas hier. Paletten. Alles, was man auf den Stampin' Up kam. Diese Dinger, die waren mal eine Zeit lang super gehypt. Besonders für diese Karten. Dovescraft Pearl Effect. Glitzer. Damit konnte man so Glitzerpunkte machen. Oder Stickles Glitzer. Allgemein konnte man damit auch Glitzer auf so Papier machen, ohne dass das klebrig war. Oder doof aussah. Hier ist noch Ecoline Farbe, das ist Tinte. Meine Reserve Tombos, Fotokleber, hier ist noch ein Schwamm. Hier ist auch noch Kleber, hier ist noch Glossy Accent drin. Auch noch so Stampin' Up Zubehör wie Heißklebepuder,
Ja, hier sind noch meine beiden Lochpanscher von Fiskars. Leider, wie man sieht, ist der hier total verfärbt und der ölt einfach die ganze Zeit. Ständig ist, da läuft da irgendwie Öl aus. Das ist richtig kacke. Sorry, dass ich das sage, aber es ist wirklich so. Das ist auch ein Bleistiftbesen, also um Bleistiftstaub und Radierstaub zu entfernen. Ja, und hier sind so Sachen drin, nochmal Cuttermesser. Ich muss nochmal gucken, welche davon jetzt verbraucht sind und welche nicht. Hatte damals für die Hochzeitskarten einiges gekauft. Ein Zerstäuber, ein Parfümzerstäuber, habe ich aber fürs Bujo benutzt. Eine Ahle für Löcher. Ein Stampin' Buddy, dieser Embossing Buddy. Ein Rakel, kann man auch immer gebrauchen. Dann sind hier noch solche, wie nennt sich das? Diese Quilling-Werkzeuge. Mal Blumen zu machen. Hier sind auch ein paar Stickies. Der kleine Mini-Aquarellkasten von der lieben Tani. Ja, mein Washi. Hier ist noch mein Embossing-Föhn drin. Das ist alles so hier drin. Dann haben wir hier meine Kiste mit ganz vielen Papieren. Notizblöcke, die Mini-Blöcke. Wer noch weiß, haben wir früher mal die ganzen kleinen Dinger getauscht. Habe ich noch ganz viele Notizblöcke. Hier sind noch so Webster's Page. Das ist so eine Aufbewahrungshülle für Bullet Journal Zeugs. Noch ein paar Sticker von mir. Das ist noch die, sind alles Mäppchen aus dem Primark oder von Ellie hier. Das muss ich mal waschen, das sieht echt schlimm aus. Hier sind so Sachen drin wie noch Becky Lemon Stuff. Habe ich erstmal reingeschmissen von den Cons. Hier sind so ein Stempel drin und Hello Kitty Papier, kleine Schere, ja, Tombow Klebenachfüller. Hier sind noch Washi Tapes für die Wand. Habe ich mal geschenkt gekriegt. Casa, also das war super teuer damals, aber ich habe es super günstig geschossen. 5 Euro oder so. Ist eigentlich, um Wände zu verschönern. Wir hatten damals auch hier wirklich so Washi-Tape, groß und breit, für die Wände. Ich wollte eigentlich damit mal was machen. Naja, hier sind also noch Notizbücher für Bullet Journal und Webster's Pages und Moleskin und ich weiß nicht was. Hier ist noch so ein Pompom, nie benutzt. Sticker, hier sind noch Umschläge. Catholder, ist eigentlich so ein Magnetholder, hatte ich mir mal AliExpress bestellt. Und dann habe ich festgestellt, das passt nicht an meinen Kühlschrank, weil mein Kühlschrank nicht magnetisch ist, aber mir wird schon noch was anderes einfallen. Da kann man den Schwanz so hochklicken, dann kann man da den Schlüssel dranhängen. Fand ich eigentlich ganz cool, vielleicht kann ich die auch irgendwie aufkleben. Ja, gefiel mir gut, habe ich bei Ali bestellt damals. Hier ist noch ein Notizblock, hier noch Kartenhüllen. Ja, das sind auch noch so Katzenholder, auch von Erli. Das Metall für Schlüssel. Ja, hier ist noch so ein Windlicht aus Norwegen. Hatte ich noch Müll gekauft. Hat noch keinen Abnehmer, da habe ich noch keinen gefunden, der ist als Geschenke. Und ja, das ist meine Becky Lemon Schublade. Da befindet sich alles drin an Postkarten, an Kärtchen, an Visitenkarten, an Flyer. Alle, die auf meinem Stand mal waren. Hier sind so Seidenpapiere, kleine Tüten, Umschläge, ja, Geschenkumschläge, Clay Couture Karten, alles Preisschilder, Etiketten. Das ist der Lemon Shop. Und hier ist nochmal meine Büroschublade. Von meinem iPhone-Hülle bis hier sind noch so ein paar Sachen von den iPods, dann hier die Bänder für den Omega. Hier sind noch alte Visitenkarten von mir, die bewahre ich immer auf, die benutze ich zum Kleben. Da eignet sich das immer gut, da Sekundenkleber drauf zu machen oder mal Farbe oder so. Ja, dann ist hier noch so Kalenderzeug. Ich glaube, ich muss hier echt mal aussortieren. Diese Dinger, die braucht man immer für die Ordner. Ja, rutschfeste Dinger. Hier habe ich noch ein paar Hüllen. Ich glaube, ich sollte mal meine Hülle wechseln. Posterstrips sind hier. Hier sind meine besonderen Visitenkarten. Ja, und Briefumschläge. Also alles, was man so fürs Bürozeugs braucht. Nun kommen wir zu der Ecke, die auch wenig aufgeräumt ist. Hier steht normalerweise das Katzenklo im Moment. Wir haben immer zwei Toiletten und im Moment steht in diesem Zimmer das Katzenklo, denn als die kleine Kittens waren, sollten die nicht so weite Wege haben. Deswegen, ich habe jetzt hier alles sauber gemacht und gesaugt, aber wenn hier doch noch irgendwas rumfliegt an Streu, dann tut's mir leid. Ja, hier oben befindet sich so meine Big Shot.
im Moment. Und meine Nähmaschine, da will ich noch eine Hülle für nähen und demnächst mal wieder was nähen. In dieser Box sind ganz viel Stoffe, kleine Stoffe, Stoffreste. Hier sind meine Masken, die ich mal genäht habe. Das habe ich mal auf einer Convention hier, auf einer Bastel-Convention abgestaubt. Das hat jemand genäht. Fand ich sehr, sehr schön. Das ist so ein Stoff mit Cupcakes drauf, ein Untersetzer. Das war eigentlich ein Musterstück, aber ich habe es ihr dann abgekauft. Ja, hier ist noch so eine Box aus der My Little Box, so eine Transporttasche. Da habe ich mal Bastelzeugs dran transportiert. Ja, hier sind tatsächlich noch, die Lampe hat noch keinen Platz gefunden. Ich hoffe, dass das demnächst Platz findet. Hier sind noch so Stoffgurte drin, damit will ich demnächst was machen. Und Cam-Snap-Knöpfe. Hier sind auch ganz viele Cam-Snap-Knöpfe. Cam-Snap. Oh Gott, das ist ein furchtbares Wort. Cam-Snap-Knöpfe. Also das sind so Knöpfe, Druckknöpfe, die so an Kleidung kommen. Damit haben wir früher die Augen gemacht für unsere Plüschtiere. Ja, hier ist noch eine Tischdecke, die ich mal vererbt gekriegt habe. Hier sind noch Wolle drin, Reservewolle, Wolle von der lieben Daniela. Die sind alle hier reingekommen. Das ist meine Nähkiste. Hier sind Nähzeugs drin. Ja. Wie gesagt, die Lampe hat noch keine Verwendung gefunden. Die steht immer noch hier. Hier sind so größere Sachen hinter. Noch so ein extra Tisch, den Gartentisch, den ich mal für die Con benutzt habe. Dann sind hier noch so ein Kartenständer. Den wollte ich eigentlich auf der Con benutzen, nicht Depp. Naja, eine große Leinwand, die ich mal bespannt habe für Ketten, die ich auf einer Markt mit hatte. Ja, noch große Papiere als Hintergründe zum Fotos machen. Hier ist noch eine alte Wäschebox, die mag ich eigentlich gar nicht mehr. Aber im Moment dient sie noch der Aufbewahrung, aber das wird demnächst auch was anderes. In diesem Papierdings sind noch so Deko-Dinger, Winterdeko-Dinger, die so komischen Schneestaub haben, die total immer fusseln, und deswegen habe ich sie mal eingepackt. Hier ist noch ein T-Lineal, das ist ein Lineal, um große Zeichnungen zu machen, auch von meinem Papa aus dem Bauzeichnen. Ein T-Lineal braucht man für große Sachen, wenn man gerade Linie machen möchte. Hier sind noch die Stangen, mit denen ich mal basteln wollte und die ich mal für eine Con benutzen wollte. Da ist noch Papier drin, mein Lauch, und hier ist noch mein Geschenkpapier in dieser Aufbewahrungsbox von Rossmann, glaube ich. Da sind alles meine Geschenkpapiere drin. Ja, dann kommen wir mal hier zu dem Kallax-Regal, und ich glaube, ich fange mal von hinten nach vorne jetzt an, weil ich genau hier bin. Im ersten Cube. Also ich werde jetzt nicht jeden Knüpp auspacken. Hier sind noch Becky Lemon Shop Sachen drin. Hier ist noch ganz viel Washi Tape. Also wer Interesse an Washi Tape hat, schreibt mir bitte eine Mail. Ne, 3 Euro das Stück. Dann, hier sind noch so ganz viele Sachen wie Lichterkette vom Tisch. Becky Lemon Stuff. Ja, dann ist hier unten noch alles so Leinwandkram drin. Hier ist noch so eine Unterlage, Schminke, Farben. Leinwände zum Malen, zum Basteln, hier ist von Seifengießen was drin, so ein Gemischding. Hier ist noch eine Figur drin. Ja, hier ist noch was zum Basteln drin von Star Wars und so ein Kit. Dann haben wir hier eine der schweren. Hier sind ganz viele Notizbücher drin und alte Notizbücher und alte Zeichenbücher aus meiner Jugend. Hier ist noch von Linda und mir damals so ein Ordner. Dann habe ich hier noch ganz viele Notizbücher, fällt mir gerade ein, so ganz viel Buju. Muss ich auch mal gucken, überlegen. Ich hatte eine Idee und habe die alle gekauft und im Endeffekt habe ich sie nicht benutzt. Vielleicht benutze ich sie fürs nächste Jahr als Kalender oder für was anderes. Hier oben ist ganz viel Wolle drin. Wolle, Wolle, Wolle. Wolle und Stoffreste. Hier sind noch meine Mützen, die ich mal gehäkelt habe von Feine Fantasy. Einmal Chocobo und einmal der Mokri. Leider ist Mokri ein bisschen klein geworden. Passt mir nicht so wirklich. Ja. Wenn ihr dazu mal mehr sehen wollt, könnt ihr gerne was sagen. Der war auch mal gekauft auf einer Con. Ja, hier ist noch alles Mögliche. Hier ist noch eine Schürze drin, die meine Mama mal genäht hat. Dann haben wir hier noch so Taschen und ganz viel Kram, der hier immer rumflog. Hier ist noch Märchenwolle und Filz und Seifengießdinger. Und hier ist noch was von Ikea, womit ich mal was basteln will. Das ist so eine Bastelkiste.
ganz viel Kram. Hier unten sind meine ganzen großen Papiere mit Katzenstreu drauf. Ja, große Papiere. Wie gesagt, wenn ihr was Näheres sehen wollt, zeige ich euch das gerne, wenn ich euch meine Designerpapiere zeigen soll. Ja, mal gucken, ob ich das jemals im Leben aufbrauche. Habe ich schon für einiges benutzt. Ne? Hier sind so Tilda-Muster in 30x30. Hier ist noch von Paper Poetry was. Und hier noch andere. Und diese Dinger hier, die ich mal gekauft habe im Rossmann. Fürs, wie nannte sich das noch? Diese bestimmte Art von, na, was ich mal machen wollte und nie gemacht habe. Da habe ich doch auch so einen Ordner von. Wie nennt sich das denn noch? Nicht Scrapbooking, sondern das andere, wo man die Fotos in die Sheets sortiert. Ihr wisst, was ich meine. Mir fällt es nicht mehr ein. Wenn es mir einfällt, dann werde ich es hier euch aufschreiben, wie sich das nennt. Hier ist meine ganze Fotokiste, ganz viele Fotos drin, Rahmen drin, die mal aus meiner alten Wohnung sind, die ich nochmal verwenden wollte, mal anmalen wollte, mit alten Fotos. Und darunter sind ganz viele Fotos. Fotos, Fotos, Fotos. Ja, und hier ist noch so eine Becky Lemon Kiste mit allem möglichen Krams drin. Von Luftpolsterfolie bis die alte Girlande, Schachteln. Darunter sind noch Stoffe. Ja, das wird demnächst alles mal durchsortiert, weil zum Beispiel auch sowas wie die Fotos und so weiter, das werde ich alles auslagern. Das kommt nicht mehr hier in das Bastelzimmer. Genau, das war die Ecke. Hier seht ihr einmal die kleine Kiki, die hier so süß auf dem Bett die ganze Zeit schläft, die kleine Maus. Ja. Das ist sozusagen mein Hemmnisbett, das ist unser Gästebett. Mein Drehzimmer auch, wo ich hier oft sitze und drehe. Genau, da seht ihr die ganzen Kissen, die sich angesammelt haben. Meine ganzen Plüschis, jedenfalls meine Liebsten im Moment. Und oben seht ihr meine Ohrensammlung. Hier ist noch ein Bild von der lieben Eva. Eva Jabai. Ich liebe ihren Stil und mal näher herangehen. Das sieht man jetzt nicht wegen dem Fenster. Aber ja. Da ist es Sway und BB-8 auf dem Foto. Auf dem Foto, auf dem Bild. Ja, dann hier meine aktuelle Ohrenkollektion. Seht ihr einmal oben rum meine beiden Poster. Hier noch meine Ohren. Und ja, ich gehe nochmal ein Stück zurück. Die beiden, meine beiden Lieblingsbilder, Poster, Schön und das Biest und die Eiskönigin. Mal gucken, ob ich zum nächsten Jahr vielleicht mal wieder die austausche und was anderes reinhänge. Ja, dann hier meine ganzen Kissen. Hier brauchen wir nicht reingucken. Das ist alles Bettzeug und Kissen und Bettzubehör. Und ja, ich glaube, mehr ist das nicht. Ja, Decken. Aber auch das werde ich demnächst mal durchsortieren. Es kommt alles woanders hin, weil ich kann die Schubladen für bessere Sachen benutzen. So, das war meine Bastelroomtour Teil 1. Teil 2 folgt demnächst, also schaltet unbedingt wieder ein, abonniert den Kanal oder aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nämlich kein Video, wenn ihr demnächst Teil 2 sehen wollt. Und ihr seht schon, also es dauert wirklich lange hier durchzukommen, meine Stimme versagt auch langsam, das Licht geht weg, aber ja, diese ganze Wandseite machen wir dann im nächsten Video. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin es auch. Und dann sehen wir uns im Bastelroom Tour Teil 2. Bye, bye!